arbeite ja als wissenschaftliche Mitarbeiterin seit gut anderthalb Jahren. Ich habe noch einen Magisterabschluss gemacht, damals auch schon zum Thema Genetik. Da habe ich mir angeguckt, wie in populären Medien über Genetik gesprochen wird. Also ich hatte dann mich mit der Bild-Zeitung beschäftigt, ganz viel Bild-Zeitung gelesen und geschaut, eben, was schreibt die Bild über Genetik, und bin dann mit diesem Schwerpunkt, den ich da schon gesetzt hatte, erstmal in der Medizinethik gelandet und war dann in Aachen am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin auch fast 2 Jahre lang, und dann bin ich hier hingekommen. Mein Forschungsschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen im Bereich der Science and Technology Studies, im Speziellen im Bereich der Medical Anthropology und, ja, ich sag mal, im Bereich der Gender Studies. Für meine Promotion erforsche ich sogenannte nicht-invasive Pränataltests. Das ist eine relativ junge Technologie, die erst seit ein paar Jahren auf dem Markt ist. Und wie der Name schon sagt, ermöglicht sie eben über nicht-invasive Methoden, dass Schwangere zu einem sehr frühen Zeitpunkt hauptsächlich Trisomie-Risiken ihres Fötus testen lassen können. Das war vor dieser Technologie anders. Da waren invasive Methoden notwendig, also beispielsweise Fruchtwasseruntersuchung. Und jetzt gibt es eben diese neue Technologie, wo man alleine über einen Tropfen Mutterblut eben vor allen Dingen diese Trisomie-Risiken ermitteln kann. Das klingt erstmal ganz praktisch, aber wenn man dann nochmal drüber nachdenkt, wird natürlich schnell klar, dass das mit vielen ethischen Fragen verbunden ist. Das ist also ein Thema, was recht kontrovers gehandhabt oder diskutiert wird, so zumindest in den öffentlichen Diskursen. Und ich interessiere mich da vor allen Dingen für die Frauen, aber auch für die produzierenden Industrien. Es sind Ärzte involviert, also wenn man in Deutschland einen genetischen Test machen möchte, dann muss man sich aufgrund des Gendiagnostikgesetzes von einem Arzt oder einer Ärztin mit Zusatzausbildung oder eben von Humangenetiker, Humangenetikerin irgendwie betreuen lassen. Und all diese verschiedenen Akteure versuche ich so ein bisschen zu beleuchten, und letztendlich fokussiere ich aber darauf zu schauen, wie platziert sich so eine Technologie vor allen Dingen im Alltag von Frauen, von Schwangeren, wie kommen Schwangere zu ihren Entscheidungen für oder gegen die Anwendung solcher Technologien, und wie gehen sie dann weiter, wenn sie diesen Test angewendet haben. Also ich arbeite total gerne hier am Institut, es ist ein ganz entspanntes, kollegiales Zusammenarbeiten, es herrscht ein gutes Arbeitsklima. Ich war ja vorher an der medizinischen Fakultät. Da merkt man schon, dass es eine andere Institutskultur gibt, sozusagen. Also die medizinische Fakultät ist viel stärker durchhierarchisiert, während hier eher Wert auf flache Hierarchien gelegt wird. Ich arbeite mit ganz vielen Frauen zusammen, was ich als Frauenforscherin natürlich ganz klasse finde. Es ist ein guter Umgang, es ist ein kleines Institut, das heißt, man hat auch zu den Studierenden einen recht guten oder engen Kontakt. Also ich kenne meine Studis meistens. Ja.